nicht im Interview mit Lux und Cap Kendricks. Mein Name ist Philipp und der Co-Moderator Lux filmt mit der dritten Perspektive, weil er zu klein für die Vogelperspektive ist. Ist das eine Seite, die es man nicht verwenden darf im Interview? Wie groß ist die Freude, am Hip-Hop-Camp zu spielen, Leute? Die Freude oder die Körpergröße? Die Freude. Wie groß ist die Freude? Die Freude, ja, die ist so groß. Doch, sehr groß. Schon so, eher so 2,80 Meter oder so. 2,80 Meter große Freude auch bei dir? Sie ragt bis in den Himmel. Wie oft waren wir schon am Hip-Hop-Camp, ohne dass wir gespielt haben? Cap war öfter als ich. Ich habe gestern nachgeschaut, ich weiß nicht, wie oft ich da war, aber ich war 2007, glaube ich, das erste Mal hier. Also eigentlich auch so ein Jubiläum, dann noch so vielen Mal ein Hip-Hop-Camp in privat, einfach nur so und jetzt mal live spielen? Ja, wir waren ja auch schon zweimal mit Edgar Wasser hier, aber sonst, ich glaube zu der Zeit war ich, also 2007, 2008, 2009, so war ich vielleicht drei, vier Mal da und dann eigentlich immer beruflich. Ja, safe, okay, jetzt sag, wie war die Stimmung bei euch? Hammer, es war echt geil. Es wurde in den ersten zwei Songs oder so ist der Hangar voll geworden und dann war es echt krass. Der Zenit ist dann erreicht worden, als wir mit Marz und Sickles dann auf der Bühne waren und einen neuen Song performt haben. Also unreleasedes Material am Hip-Hop-Camp. Genau, ja, das haben wir uns nicht nehmen lassen und das war dann richtig krass, da ging es dann richtig ab. Okay, ja, safe. Ja. Wann hören wir denn das offiziell mal? Wir drehen jetzt gerade ein bisschen Video eben dafür hier, deswegen habe ich hier mein Camcorder dabei. Und das wäre dann das Video zum neuen Marz & Sickles Feature? Genau, ja, Mann, und das werden wir dann irgendwann demnächst mal raushauen, denke ich. Und glaubst du, bist dann sehr unique mit dem Hip-Hop-Camp-Video? Ja, ich kenne ehrlich gesagt keins. Ich kenne viele Splash-Videos inzwischen, aber Hip-Hop-Camp-Video, ich kenne keinen. Splash gibt's viel. Kennt man ein Hip-Hop-Camp-Video schon was so wirklich gängig ist? Nee, fällt mir jetzt nicht wirklich ein. Nee. Splash gibt's einiges. Hip-Hop-Camp habe ich auch keines in Erinnerung. Schau, sind wir wieder Vorreiter. Ja, jeder, ja. Sehr innovativ einfach. Wir sind arbeiten sehr innovativ. Es gibt für alles ein erstes Mal. Ich krieg geil, lasst uns über das noch reden. Ich habe mir überlegt, die Frage, was Neues, wofür lasst ihr es denn leben? Ja, also das merkt man auf jeden Fall jetzt wieder, wenn man so ein Booking hier bekommt, so, dann checkt man wieder, ja, dafür lohnt es sich irgendwie, ist schon geil. Also es war jetzt schon eine Ehre irgendwie und auch ein Step sozusagen, geil, jetzt spielen wir mal selber, stehen selber auf dem Line-Up, so, nicht nur mit dem Edgar zusammen und dann ist es wieder ein Grund mehr, am Leben zu sein. Also ist es für dich definitiv die Musik, der Sound, der Hip-Hop? Ja, also ich glaube, es verändert sich halt auch immer ein bisschen so. Man hat die verschiedenen Lebensphasen und manchmal denkt man, ah, jetzt hat sich vielleicht ein bisschen geändert, aber die Musik ist schon natürlich eine große Konstante. So und so. Wobei Ikigaya im per se nicht sagt, man muss sich auf eine Sache beschränken, oder? Nee, genau. Es können auch viele verschiedene sein und es genau, kann sich auch immer verändern und mal rückt vielleicht irgendwas anderes in den Hintergrund und was anderes kommt dafür in den Vordergrund und das ist ja auch das Schöne am Leben, dass es, sonst wird es ja langweilig. Ja, na, safe, wie ist es bei dir? So mit dem Leben an sich oder? Also ist es, lohnt es sich, das Leben an sich zu leben, das ist der Sinn des Lebens oder gibt es was Höheres? Was Höheres als den Sinn des Lebens. Es ist ganz okay, es läuft ganz gut, das Leben, deswegen kann ich mich nicht beschweren. Nee. Gute Balance zwischen der Realität und dem Traum mit dem Hip-Hop-Camp-Gig jetzt. Wenn die Musik doch ein großer Teil von dem Privatleben wird, irgendwann mal, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Das ist ja auch irgendwie das Ziel gewesen, oder? Das Ziel immer noch, das Vollzeit zu machen, quasi die Miete mit Musik zu bezahlen? Ja, ich oder den Tesla zu tanken mit Gas? mit Strom. Ich bin immer ganz froh, dass ich irgendwie noch mein geregeltes Einkommen habe und nicht darauf so krass angewiesen bin, weil ich glaube, dann wird es auch so gerade beim Texten und beim Schreiben, wenn man dann immer so viel Druck hat, dann kann es, glaube ich, auch unangenehm werden, aber Cap lebt inzwischen davon. Und ja, ist so, oder? Also, aber ist es nicht schwierig, was ich mir oft frage, bin ja auch selbstständig im Künstlerbereich und es ist schon, du hast ja viele Dinge, wo du sagen musst, ich habe safe Aufträge, die mir immer wieder safes Geld bringen und alles andere mache ich dann über die Kreativität, wie es mich freut, oder ist es rein Auftragsarbeit und alles andere?
Bei mir ist es halt ein sehr, also ich finde es sehr ausgeglichen. Ich mache zum Teil Dinge, die mir Spaß oder die genau, ich verdiene mit Sachen Geld, also die ich halt auch so machen würde, die sich jetzt nicht wie Arbeit anfühlen. Und es gibt natürlich auch Sachen, die macht man dann nur, um Geld zu verdienen. Ja, logisch. Klar. Aber wenn es schon mal so weit ist, dass man das schon behaupten kann, ist das ja großartig, aber oder? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl auch, so was zu machen, was einem auch wirklich was bedeutet und was wert ist und wofür man halt ja auch lebt. Ja, safe. Das habt ihr am Album, glaube ich, ganz schön herauskristallisiert, was es alles für Gründe sein. Das muss man reinhören, sich mal anhören, dann versteht man das. Was gibt's nach dem Hip-Hop-Camp jetzt noch für große Ziele? Also ich mache immer Musik die ganze Zeit. Ich habe sehr viel neue Beats gemacht, die auch wahrscheinlich bald wieder ein Instrumental-Release kommen wird. Mal schauen. Letztes Jahr noch nicht so lange her, deswegen kann ich mir jetzt noch ein bisschen Zeit lassen. Und sonst, wir zwei zusammen haben jetzt gerade ein bisschen Leerlauf, würde ich sagen. Halt jetzt live spielen und ja, jetzt das Album erstmal sacken lassen. Mhm. Und sonst, ja. Ja, und was macht am Hip-Hop-Camp noch? Line-up ist schön, oder? Was dir jetzt? Ja, ich freue mich jetzt auf Fashion und auf Evidence heute auf jeden Fall. Und ja, machen wir noch ein bisschen Party. Ja, voll machen wir. Hat mich voll gefreut, dass wir das machen können. Lieben Dank. Ja.